willkommen zu einer Stretch and Relax Stunde. Viel Spaß beim Mitmachen. Wir beginnen mit einem hüftbreiten Stand. Komm zum Schulterkreis. Zieh die Wirbelsäule lang, sind ganz leicht gebeugt in den Beinen. Und nochmal die rechte Schulter. Die linke Schulter. Und wir fassen einmal am Schulterdach und fallen einmal ein in der Brustwirbelsäule und in der Halswirbelsäule. Wir richten uns auf. Große Kreise. Ein letztes Mal. Und dann lassen wir uns einmal nach unten absinken, lassen uns hängen, den Kopf hängt, die Schultern hängen. Und wir hören auf zum Pendeln, strecken die Beine. Haben das Gewicht gleichmäßig auf beide Füße verteilt. Verlagern das Gewicht mal auf die Ballen und auf die Fersen. Und wir beugen die Beine wieder langsam, rollen Wirbel für Wirbel nach oben auf, so dass wir die Hände einmal auf die Oberschenkel abstützen. Machen einen Katzenbuckel, ziehen die Schulterblätter weit auseinander, verharren einmal in der Position. Ich zeige euch das einmal seitlich zum Spiegel. Gebt schön das Becken hier mit und wir kommen in den geraden Rücken. Ziehen die Wirbelsäule schön lang. Ziehen die Schulterblätter nach hinten unten, den Kopf schön aufgerichtet. Und wir strecken langsam mal das rechte Bein. Und wieder beugen, nur das linke Bein. Und beugen, noch einmal hängen lassen nach unten, ganz locker mal den Kopf ausschütteln. Und wir verschränken mal die Arme, bleiben locker hängen und wippen nur nach rechts und links. Strecken einmal beide Beine durch und fassen uns einmal hinten an die Beine, ziehen uns etwas ran. Noch vier halten, drei, zwei und der letzte. Wir beugen die Beine, kommen in Tischposition. Lass den Rücken hier gerade. Wir können die Daumen nach außen nehmen, die Arme neben den Körper. Strecken auch hier einmal die Beine durch. Etwas anstrengender wäre es, wenn wir die Arme mit nach oben nehmen. Schultern dabei weg von den Ohren ziehen. Gerader Rücken. Ich zeige euch das auch einmal seitlich. Oder eben etwas leichter in dieser Position. Vier noch halten. Drei, zwei und wir beugen die Beine, rollen nochmal Wirbel für Wirbel nach oben auf. Und ziehen uns ganz lang nach oben, die Schultern weg von den Ohren. Ja, wir kommen zur einen Seite,
ziehen uns hier lang. Vier noch halten. Drei. Zwei. Und langsam auf die andere Seite kommen. Schulterblätter auseinander. Machen einen oberen, runden Rücken und kommen in die Gegenbewegung. Öffnen uns schön den Brustkorb, die Arme auf Schulterhöhe, das Kinn etwas leicht erhöht und wieder runden. Und strecken. Achtet auf den Kopf. In Verlängerung der Wirbelsäule. Leicht mit nach vorne beim Runden. Wir fangen mit der Halswirbelsäule ab. Wir rollen langsam ab über die Brustwirbelsäule. Lass die Schultern hängen. Kommen langsam tief. Die Beine sind leicht gebeugt. Unten angekommen. Krabbeln wir nach vorne mit den Händen. Lassen die Fersen tief. Und kommen mit der Brust einmal Richtung Füße. Wir verharren hier. 4, 3, 2 und der letzte. Wir kommen nochmal in die Planke aus dieser Position. Lösen die Fußspitze, die Fersen vom Boden. Halten die Planke hier, das heißt, wir haben Körperspannung. Die Hände stehen unter der Schulter. Wenn das zu schwer ist, kommt auf die Knie. Auch das ist voll in Ordnung. Haltet mal kurz diese Körperspannung. Bauchnabel Richtung Wirbelsäule gezogen. Und dann legen wir die Beine einmal ab. Kommen einmal mit der Brust zu den Knien, lassen die Arme lang vor. Vier noch halten. Drei. Zwei. Und wir kommen wieder zurück. Halten die Planke, entweder hier auf den Knien oder eben die Knie gelöst. Und in den herabschauenden Hund. Verharren. Und das Ganze dynamisch. Wir gehen in die Planke, halten kurz, setzen die Knie ab und kommen einmal in die Position. Nochmal zurück zur Planke. Und innen herab schon den Hund. Die Fersen tief. Zwei Durchgänge noch. Und in die Planke. Schieben einmal den einen Arm hier zwischen die Hand und dem Knie. Legen die Schulter ab, versuchen den Kopf abzulegen.
hier noch halten. Drei, zwei, die Seite einmal wechseln. Vier noch halten. Drei, zwei. Und der letzte kommt langsam zurück. Und wir schieben ein Bein nach vorne, hüftbreit. Komm einmal mit der Hüfte hier schön tief, richten uns auf. Schauen, dass das Knie nicht über die Fußspitze geht. Jemand, der nicht gut knien kann, der kann auch hier das Bein aufstellen und hier arbeiten. Versucht mit der Hüfte hier tief zu kommen. Und wir stützen uns mit der Hand ab. Nehmen den Arm nach oben. Ziehen die Wirbelsäule lang. Vier noch. Drei. Zwei. Und einer. Wir kommen zurück. Drehen uns über die offene Seite auf. Schauen, dass wir hier den Fuß einmal aufgerichtet halten und nicht nach innen vorne fallen lassen. Das Knie weit nach außen ziehen, dass ihr es hier richtig schön in den Adduktoren spürt. Und auch das halten. Geht natürlich auch in dieser Position hier oben. Vier noch. Drei. Zwei. Und wir kommen auf die andere Seite. Drehen uns zur anderen Richtung auf. Richtung Decke wollen wir. Und wir kommen langsam zurück zum Paket. Eine der schönsten Übungen. Wir machen uns ganz klein, lassen einfach mal den Kopf und die Schultern hängen. Langsam aufgerollt. Für die letzten zwei Minuten setzen wir uns einmal in den Langsitz. Falls ihr feststellt, dass ihr die Wirbelsäule kaum gerade halten könnt in dieser Position, sondern eher in dieser Position sitzt, von der Lende her, dann versucht ihr, die Matte aufzurollen oder euch ein Handtuch zu nehmen oder eine kleine Erhöhung. Es ist dann einfacher, gerade zu sitzen. Wir möchten über die Sitzbeinhöcker das Gefühl haben, hier richtig schön aufzurichten. So, mit rundem Rücken kommen wir einmal zu den Beinen. Langsam kommen wir wieder nach oben, richten uns auf, öffnen die Beine. Auch hier das gleiche Prinzip. Wenn wir das Gefühl haben, wir kommen hier nicht rüber, dann stützen wir uns eng mit den Händen ab,
helfen etwas nach, dass wir uns hier schön in der Lende aufrichten. Man kann auch die Beine etwas mehr schließen, dann fällt es vielleicht auch einfacher. Die Füße sollten nicht nach innen fallen, parallel bleiben oder leicht nach außen gehen. Mit rundem Rücken kommen wir wieder nach vorne und verharren hier. Versucht schön gleichmäßig zu atmen. Ideen kommt, das werdet ihr in den nächsten paar Tagen sehen. Danke fürs Mitmachen.